Hallöchen und willkommen zum neuen Box-Office-Tippspiel der Kalenderwoche 18. Heute geht es um einen neuen Marvel-Film und zwar um die Guardians of the Galaxy Volume 2. Ja, ist der neueste Film von Marvel. Dieser Film geht 137 Minuten, ist ab 12 Jahren freigegeben. Der Regisseur ist James Gunn. Er hat unter anderem Guardians of the Galaxy Teil 1 gedreht oder Movie 43. Dann der Hauptdarsteller ist Chris Pratt, hat natürlich auch im ersten Teil mitgespielt, dann noch bei Jurassic World und im neuesten Film von ihm The Passengers. Dann spielt noch mit Zoe Saldana, bekannt aus dem ersten Teil von Guardians of the Galaxy oder von Avatar oder aus den drei Star Trek Filmen. Und dann spielt noch ein Ex-Wrestler mit, Dave Bautista. Hat auch im ersten Teil mitgespielt, unter anderem noch bei Riddick 3 und bei James Bond Spectre, wo er da den, ja, ein Bösewicht gespielt hat, sozusagen den Beißer. Ne? Und ja, dann kommen wir mal zum Inhalt, um was es sich dabei... was es sich handelt bei Guardians of the Galaxy Volume 2. Und zwar, die Abenteuer der Guardians of the Galaxy gehen weiter. Und diesmal führt sie ihr Trip bis an die äußeren Grenzen des Kosmos. Die Guardians müssen um ihre neu gefundene Familie kämpfen, während sich das Geheimnis um Peter Quills wahre Eltern langsam lüftet. Dabei wandeln sich alte Feinde zu neuen Verbündeten, und auch einige neue Charaktere tauchen auf der intergalaktischen Bühne auf. Ja, ich glaube, das wird ein krasser Film. Der wird noch Teil 1 toppen. Und deswegen glaube ich, dass er am Startwochenende 145 Millionen Dollar einnimmt. Und ja, schauen wir mal. Vielleicht knackt er, naja, nee, sag jetzt nicht. Oder doch, vielleicht knackt er sogar die 200 Millionen Marke. Am Startwochenende. Mal gucken, aber mein Tipp ist 145 Millionen. Ihr habt jetzt Zeit bis Donnerstag zu tippen. Ich wünsche euch viel Glück und bis dahin sehen wir uns in einem anderen Video wieder und ja, ich sage jetzt einfach bis dann, bleibt dran. Euer Steffo. Ciao, ciao.